Herzlich willkommen, liebe Wunderkessel-Freunde, hier in unserer Wunderkessel-Küche. Ich bin Kai und habe für euch heute ein Rezept aus der Kategorie Basisrezepte. Wir hatten ja bereits vor geraumer Zeit unseren klassischen Suppengrundstock im Forum und auch bei YouTube natürlich vorgestellt und haben euch gefragt, ob ihr da entsprechende Varianten kennt. Unser Forenmitglied Nelly Zehn hat direkt geschrieben, bei mir darf auf keinen Fall der Knoblauchgrundstock fehlen. Und deswegen haben wir uns gedacht, das machen wir mal nach. Ja, kann ja nicht so schwer sein. Ah, Pustekuchen! Wenn ich gewusst hätte, dass ich 400 Gramm Knoblauchzehen schälen muss, hätte ich es trotzdem ausprobiert. Aber es ist doch schon ein bisschen, es hat ein bisschen länger gedauert. Man kann das natürlich wahrscheinlich auch im Glas kaufen oder so, aber ich habe das jetzt alles schon mal gemacht. Wir brauchen also, wie gesagt, 400 Gramm geschälte Knoblauchzehen, 100 Gramm in Röllchen geschnittenen Schnittlauch. Auch das ist ein Haufen Arbeit, wenn man jeden Schnittlauch einzeln schneidet, aber man kann es natürlich auch gehen. Auch so, ja. Und Röllchen schneiden auch wichtig, weil das hat er nicht so drauf, den kompletten Schnittlauch dann zu schreddern. Petersilie, 100 Gramm, 200 Gramm Salz, das ist alles, was ihr braucht. Und so spannend die Vorbereitung war, umso einfacher ist die Zubereitung. Wir schmeißen alles hier rein. Knoblauch, Schnittlauch, Petersilie und Salz. Und schreddern das Ganze jetzt auf Stufe 9 zu einer, wie sagt man, homogenen Masse. Muss man ein bisschen im Blick behalten, am Anfang vielleicht noch nicht, aber wir schauen mal. Stufe 9. Ich schaue mal kurz nach, das waren jetzt etwa 30 Sekunden. Und jo, da hängt noch ein bisschen Schnittlauch oben, den mache ich jetzt mal noch nach unten hier. Ein bisschen Salz hat sich auch noch da oben verfangen. Ich mache das jetzt einfach noch mal runter, dann lasse ich mal noch mal 10 Sekunden auf Stufe 9 laufen. Aber sonst sieht das schon sehr, sehr gut aus. Es sieht ein bisschen aus, ich zeige euch das mal, wie das Pesto, das wir vor kurzem gemacht haben. Es riecht nur so unglaublich gut nach Knoblauch. Es tränen einem fast die Augen, wirklich wahr. Das ist unglaublich. So, nochmal so 10 Sekunden müsste eigentlich reichen. Und auf. Geht doch. So. Boah, krass. ich fülle das jetzt in Gläser ab und ich gehe davon aus, dass sich das auch genauso lange hält wie unsere. Mir tränen die Augen, das ist ja unglaublich. Also ich gehe davon aus, dass das auch so lange hält wie unsere Gemüsebrühe bzw. hier unser Gemüsegrundstock. Etwa ein Jahr wahrscheinlich im Kühlschrank müsst ihr ausprobieren. Haben wir jetzt keine Angaben drüber. Man kann es aber garantiert auch einfrieren. Kleiner Tipp, vielleicht in Eiswürfelbehälter einfrieren und dann kann man immer so einzelne Portionen dann auffrieren. Dann muss man nicht immer alles zusammen dann auftauen. Auffrieren, habe ich auffrieren gesagt? Ich habe auffrieren gesagt. Ich meinte auftauen, also Eiswürfelbehälter und dann knick und so weiter und so fort. Wozu kann man das nehmen? Für Salate, für Braten und eigentlich für alles, sagt unser Forenmitglied, wo man Knoblauch dran macht. Ich kann mir das auch fast schon gut vorstellen, so wirklich so auf den Braten drauf zu machen, so zum Grillen, irgendwie so zum Vorbereiten, irgendwie zum Marinieren. Müsste man mal ausprobieren. Also ich glaube, das ist etwas sehr universell Einsetzbares. Mir laufen jetzt die Augen, deswegen will ich jetzt sofort auf, fülle das jetzt in Gläser um. Wünsche euch einen schönen Tag und ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr es ausprobiert habt und was ihr damit macht, was ihr sonst vielleicht für Ideen habt, ja, für unsere Basisrezeptkategorie. Das ist ja immer wichtig, ja, man braucht ja bestimmte Dinge dann nicht mehr zu kaufen. Ja. Gemüsebrühe haben wir durch sowas hier ersetzt und durch solche Sachen halt eben auch. Könnt ihr mir gerne schreiben. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn wir testen jede Woche für euch die besten Rezepte aus dem Wunderkessel-Forum. Nur hier in der Original-Wunderkessel-Küche. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen und sage bis dahin Tschüss und guten Appetit.